Und einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu, ich sollte mal den hier auch so ein bisschen hier hinpacken, sonst funktioniert das nicht so wirklich. So, man sieht ja schon, Level Up hat mal wieder eine neue Sorte rausgeknallt. Meine Frau ist ja jetzt auch schon am Punkte sammeln wie bescheuert. Und nun sehen natürlich immer wieder mal die neuen Sorten. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie diese sein wird. Zumindest was ich weiß, ist die Sorte Crazy Monkey oder sowas heißen soll. Und wohl eine Art Kieberverschnitt sein soll. Weg damit. Und schauen wir doch mal durch. Ah ja, und eine Aktion haben die natürlich auch wieder. Und zwar die 2 für 1. Das heißt, 2 kaufen, 1 zahlen. Gehen wir doch mal hier durch. Was haben wir hier? Ja, das Standardding, wie das gemixt wird. Braucht man nicht. Wir haben mittlerweile weiter zu viele Sorten. Und es gibt wieder eine neue Karte. So sieht die von hinten aus und so von vorne. Was haben wir denn? Crazy Monkey, 80 HP Typ Pflanze. Ihr Wolf für Jungle Juice, okay. Nummer 2 Fantasy Level Up. Okay. Also ich muss doch sagen, diese Idee mit den Karten finde ich eigentlich ziemlich cool, aber ich sag da was dazu. Warum muss man die auf Englisch machen? Keine Ahnung. Beim letzten Mal haben wir uns mal gefragt, warum einige diese Karten kriegen und andere nicht. Und ich vermute es mal mittlerweile, dass diese in einer gewissen Auflage ist. Und die steht ganz unten, ganz, ganz klein, 27 von 200. Das heißt, von diesen Karten gibt es eigentlich nur 200 Stück. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das sollte dein Level Up ein kleines bisschen anders machen mit den Verschicken von solchen Dingern. Denn ich bin ja in einer Facebook-Gruppe drin, wo es um Level Up geht und die bestellen sich das natürlich auch, ist ja klar. Ich sehe das hier schon teilweise und wenn ich mir das nur so mal durchgehe, was einige teilweise kriegen, die haben sich 3-4 Dosen bestellt und kriegen auch 3-4 Karten. Da bin ich der Meinung, da sollte man ein bisschen transparenter sein, nicht für die Leute, die jetzt sich von das Ding 2-3 Stück kaufen, sondern vom Level Up selber, dass sie sagen, dass diese Karten pro Bestellung rausgehen. Beziehungsweise pro Bestellung, die auch diese Sorte bestellen. Das heißt, egal wie viel jemand davon bestellt, man kriegt nur eine einzige Karte, mit wirklich 200 Leute so gesehen eine Chance haben, diese Karte zu bekommen. Dass wir jetzt hier natürlich eine Karte bekommen haben, ist natürlich Glück. Bei dem anderen hatten wir das nämlich auch gehabt, mit dem hier war das, glaube ich. Und ja, da haben sehr, sehr viele diese immer noch bekommen, aber keine Karte. Und einige, was ich denn sogar sehr, sehr frech finde, haben denn sogar angefangen, diese Karten auf eBay oder eBay Kleinanzeigen teilweise sogar zu verkaufen. Für nicht gerade wenig Geld. Und das finde ich persönlich eine Frechheit von den Leuten, die das auch machen. Dass solche Dinge auf eBay Kleinanzeigen rumfliegen, eine Sache. Aber dass die limitiert sind, denn zu verkaufen, nur um noch mehr Kohle reinzubekommen, finde ich ein bisschen frech. Es sind Sammelkarten, als Fan von Level Up wird das keiner machen. Und ja, wie gesagt, dass man diese eher auch als eine Bestellung machen würde. Ja, aber heute geht es mir ja um die neue Sorte.
Schmeiß weg. Die Crazy Monkey Edition. So sieht die jetzt aus. Ich finde es ist geil, dass sie Crazy Monkey genannt wird. Mit Kirsche und Banane oder auch Kiba genannt für einige. Weil diese passt sehr gut zu meiner Frau gerade, da ihr Spitzname gerne Monkey ist. Oh, ich sehe sogar gerade das Tier, man sieht es sogar, ein Glitzerlook drauf ist. Edition 1. Also die erste Edition von denen. Ja, Standardmengen, 320 Gramm, 40 Portionen sind drin. Ich mache das Ding jetzt mal auf. Da. Ich bin, glaube ich, wohl der Einzige, der die Dinger mit den Zähnen aufmacht. Das sieht auch ganz normal aus. Sehr fest verschlossen. Okay, man riecht schon sehr, sehr die Kirsche, aber wo ist der Löffel? Löffel. Ah, da ist der Löffel. Also die Kirsche und die Banane sind eigentlich ziemlich gut rauszuriechen. Und hier sieht man, dass man dampft, da dampft es gerade vor sich herum. Also wie Kiba sieht es eigentlich gar nicht aus. Und Kiba ist ja wirklich, wenn man das aus dem Geschäft holt, meistens ein bisschen cremiger, schön rot-rosa. Und es ist wieder ein stinknormaler Löffel und kein schwarzer diesmal. Schade. Immer noch auf der Jagd auf den schwarzen Löffel. Irgendwann kriege ich diesen. Und ich baller mir mal natürlich da mal rein so. Ach, das. Ob, ja, gut. Mal gucken, welche Farbe das annehmen wird. Das lasse ich drinnen. Das mache ich mal zu. Und diesmal kräftig schütteln. Denn beim letzten Level-Up-Video hat sich jemand beschwert. Ja, es wurde nicht richtig geschüttelt. Auch die nächsten Teile, die ich davon auch noch probiert hatte, von den neuen. Oh, guck mal, da klumpte schon ein bisschen, aber das ist ja was anderes. Wegen den Klumpen. Die anderen Teile haben auch weiterhin geklumpt. Da kann man echt so viel schütteln, wie man will. Hier, mir ist auch. Bisschen kräftiger. Irgendwann fällt mir der Deckel hier weg. Ja, ich habe jetzt geschüttelt wie ein Schalter und es klumpt immer noch. Es fallen sogar komplett weiße Partikel auf den Boden. Aber wie Kiba sieht das jetzt irgendwie gerade nicht aus. Ich bin jetzt nicht der größte Bananenfreund. Bin ich wirklich nicht. Aber Kirsche geht eigentlich okay. Wo ich sagen muss, es gab mir letztens eine Sorte von diesen 3-9, ich weiß nicht mehr welches das war. Da war die Sorte, wo Kokosnuss drin war. Ich liebe Kokosnuss. Eher mehr für den Arsch. So, das sollte jetzt eigentlich mittlerweile reichen. Bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Gut, das ist natürlich mit Wasser gemischt, ist ja natürlich klar. Ey, was ist das? Könnt ihr das sehen? Vielleicht kann ich ein bisschen. Ich mach mal so. Könnt ihr das sehen? Na komm, stell mal scharf hier. Ja, die Kamera mag gar nicht scharf. Mann! Da. Könnt ihr das sehen? Trotz mehrfachen Schütteln sind da voll die schwarzen oder roten Partikel drinne. Da, die setzen sich gerade unten ab. Kann man das sehen? Ist das beabsichtigt? Falsche Richtung. So rum. Ah ja, so. Ich weiß nicht, ob die Partikel beabsichtigt sind. Wenn ja, haben sie es geschafft, mich zu verwirren.
Jo, schmeckt. Boah. Da kam gerade ein sehr, sehr starker Bananenabgang. Ich und Banane. Schmeckt wie Kiba. Es schmeckt sehr interessant, es ist sehr fruchtig. Kirsche und Banane schmeckt man gut raus. Sicherlich so mit Eiswürfel wäre das sicherlich auch ziemlich geil. Und wer das sicherlich ein bisschen cremiger mag, wie man das so aus den Läden halt auch kennt, kann man hier wohl mal mit Milch versuchen. Wir haben schon sehr viele Sorten aneinander versucht. Mit Milch haben die sehr geil geschmeckt. Selbst dieses Green Wizard, also sprich Waldmeister, hat auch sehr, sehr geil mit ja, Milch geschmeckt. Aber das hier ist schon fruchtig. Ja. Also das ist eine Sorte, die selbst ich selbst mit Banane trinken würde. Ich werde natürlich jetzt hier noch, das hier kommt in den Kühlschrank. Das Ding werde ich austrinken, damit meine Frau natürlich auch was zu probieren hat. Warum man das jetzt Crazy Monkey nennt, kann ich jetzt nicht so sagen. Dazu gab es dann natürlich die Karte jetzt noch dazu. Und als zweites hatte sie ja sich nochmal Shiny Dragon geholt, weil sie ja auch so ein Lychee-Fanatiker ist. Warum auch immer. Ich meine, Lychee mag ich überhaupt nicht. Nee. Ja. Ich werde dieses hier jetzt wegsaufen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Das hier geht zu den anderen rüber. Jetzt haben wir, ich glaube, mittlerweile 35 Sorten oder sowas. Ich weiß es nicht. Wir kommen echt kaum nicht mal wirklich dazu, irgendwie eine Sorte leer zu machen. Ganz ehrlich. Ich trinke mittlerweile jeden Tag eine. Also halben Liter circa. Gerade wenn ich so auf der Arbeit bin. So oft wie Level Up neue Sorten rausballert, kommt man einfach nicht dazu, die Dinger wirklich leer zu machen. Man müsste wirklich. Die saufen wie sonst was, um die Dinger mal leer zu bekommen. Aber was soll's? Falls ihr euch die Sorte auch besorgt habt, schreibt es mal in die Kommentare. Mich würde es immer interessieren, was ihr davon hält. Der Link zu der Seite steht in der Videobeschreibung, wie alles andere auch. Discord und sowas. Wenn euch das gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Würde mich auch über alles freuen. Je mehr, desto besser. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.